Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Swiss Crypto J. Heute das Thema Prime XBT. Ich habe ja mehrfach schon erwähnt bei unserer Telegram-Gruppe. By the way, der Link steht unten in der Beschreibung. Draufklicken, reintreten und mitdiskutieren. Da werde ich auch immer wieder meine Trades angeben, wann ich reingehe, zu welchen Exit-Strategien ich da alles vorsichtig plane. Bin eher konservativ unterwegs, dafür immer mit schönem Gewinn. Das ist die Hauptsache. Dennoch bin ich kein Profi-Trader, das möchte ich hier nochmal erwähnen. Profis gibt es da draußen aber genügend, insbesondere bei Prime XBT. Und genau das möchte ich euch heute zeigen. Alles nach dem Intro. So, und wir starten mit dem Content. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link, den Affiliate-Link zum Prime XBT. Da bekommt ihr auch gleich einen Startbonus von bis zu $200. Also unbedingt anwenden, hilft euch wie auch mir. Hier, wir sind bereits auf der Plattform drin. Zum Registrieren braucht ihr kein großes Video wie bei Coinbase. Ich empfehle euch da auch im weiteren Fall dann keine Verifizierung zu machen, das müsst ihr nicht, weil ihr habt euch über Coinbase bereits verifiziert. Da könnt ihr relativ einfach Bitcoins vom einen Wallet zum anderen Wallet schicken. Wie das geht, habe ich im Coinbase Video bereits gezeigt. Da könnt ihr euch ein kleines Startguthaben schon mal rüber schicken und müsst nicht wieder verifizieren, weil ich finde, eure Daten sind schon überall, dann müsst ihr das nicht auch gleich hier noch tun. So, gehen wir mal rein. Da seht ihr gleich mal die Übersicht. Hier könnt ihr auch traden. Ich persönlich bevorzuge immer noch Bybit. Ich fühle mich da sehr wohl, sehr gut zu Hause. Ist immer noch der sicherste Exchange mittlerweile und auch der liquideste zurzeit auf dem Markt. Deshalb empfehle ich, die Trades zu machen auf dem Exchange, wo ihr euch am wohlsten fühlt. Bei mir ist es halt beide. So, aber nach der Registration könnt ihr hier in euer Wallet rein. Da habt ihr jetzt die Möglichkeit, hier einzuzahlen. Wenn ihr jetzt hier einzahlen möchtet, gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine wäre das, was ich gesagt habe. Ohne Verifizierung mittels Wallet von Coinbase zu senden ins Prime XBT Wallet oder halt eben Bitcoin kaufen, da habt ihr dann die Möglichkeit, mittels entsprechenden Gateways eure liquiden Mittel zu überweisen. Dann müsst ihr jedoch euch verifizieren. So, gut, das wäre mal zu dem Punkt. Dann gehen wir eigentlich gleich in das Thema rein, was wichtig ist. Und das ist das, was ich euch gesagt habe. Lassen wir mal die Profis sprechen. Und hier habt ihr die Möglichkeit, euer Vermögen oder das, was ihr halt vergeben möchtet, an Profis anzudocken. Und da ist es halt wichtig, wie suche ich mir den korrekten oder den richtigen Partner denn aus? Und das ist hier in der Übersicht relativ schwierig mal zu sehen auf den ersten Blick. Ich möchte euch mal sagen, was wichtig ist. Ihr müsst nicht nur hier auf den Gesamtgewinn schauen, sondern ihr müsst vor allem mal schauen, wie viele Tage ist er aktiv. Also wenn jetzt hier der Elite-Member ist 109%, ist aber nur 3 Tage aktiv. Und dann hat er natürlich 28 Follower, hat natürlich schon eine schlechte Bewertung, weil er wahrscheinlich sich mehrfach schon fehlgeleitet hat in den Trades und somit auch das Vermögen seiner Followers aufs Spiel gesetzt hat. Geht da eher auf Quantität und schaut mal, welche hier wirklich super performen. Und dann macht man mal als erstes, wie lange sind sie aktiv. Also da gibt es Leute, die sind über 300 Tage dabei. Ich bin jetzt zum Beispiel hier Geridos 1, habe ich zum Beispiel im Portfolio. Der ist schon seit 120 Tagen dabei, etwas mehr. Hat über 380% Gewinn. Und das ist auch wichtig, er hat eine gute Bewertung. Zusätzlich, ihr könnt das auch hier in Dollar anschauen. Ich empfehle Bitcoin, weil der Dollarwert wechselt halt. Zusätzlich könnt ihr hier schauen, welches
Vermögen, Eigenkapital der gesamten Follower hier drinsteckt. Das finde ich auch noch wichtig, weil das zeigt ein klein bisschen Vertrauenswert. Und wenn ihr ihn dann folgen wollt, der ist jetzt sicherlich voll. Ah, nee, da könnte man jetzt einzahlen, da könnt ihr sagen, ich will das Maximum einzahlen, ich will aber nur 100 oder 200 Franken oder was auch immer. Da habt ihr dann die Möglichkeit, ihm zu folgen. So. Im Portfolio, das sieht dann so aus und es ist bewusst auch gleich mal so, dass ihr das ein bisschen seht. Auch ich habe anfangs einen Fehler gemacht. Ich bin im All-Time-High, habe ich dann das Portfolio eröffnet für meine Profis, habe 5 Personen ausgesucht gehabt und da, wo der Down war, haben natürlich 2 Strategien nicht funktioniert, dieser Spieler, und die haben dann meine Bitcoins quasi verloren, das war so plus minus 500 Franken. Habe aber noch 3 andere, und das ist auch meine Empfehlung, baut es auf 3 auf, verteilt es relativ geschickt. Die sind bereits wieder im Gewinn, und wenn der Bitcoin Richtung 100.000 geht, wird das dann auch eine ganz schöne Vermehrung hier, und darauf macht es dann auch Spaß. So, was auch wichtig ist, ist natürlich, bevor ich jemanden folge, erstmal seine Strategie anzuschauen. Die seht ihr übrigens auch vorne, also wenn wir jetzt hier mal reingehen, One Bitcoin, dann kann man hier reinklicken. Du siehst hier, wie viel Gewinn hat er gemacht über die letzten 24 Stunden, über die letzten 30 Tage, wie auch über das gesamte Jahr. Man sieht das Eigenkapital des Managers, also wie viel Kapital hat er selbst mit eingebracht, wie viel Kapital kommt von den Followers. Und was auch sehr wichtig ist, hier unten seht ihr das Angebot. Also gebt ihr dem Player 0,001 bis 0,002 Bitcoins zur Verfügung, kriegt der Follower vom Gewinn 60%, Prime XPT 20%, der Manager 20%. Das geht dann bis 0,1 Bitcoin, dann habt ihr 75% vom Gewinn, die Plattform verzichtet logischerweise dann auf weniger und der Manager bleibt bei seinen 20%. So, das ja mal ein bisschen ein Einblick in die Strategie, das ist auch nicht so schlecht, da seht ihr wirklich, wie ihr ein bisschen arbeitet. Und da könnt ihr euch auch relativ gut entscheiden, für welche ihr euch jetzt entscheiden würdet. Was ich jetzt tun würde, wenn ich euch wäre, ist eben, ich packe es hier mal an, dann schaue ich mir die Liquidität an. Der hier ist jetzt ganz spannend, One Bitcoin, der ist 284 Tage auf dem Markt, hat einen Gesamtgewinn von 32%, muss nicht immer 100 sein, es muss einfach grün sein. Ich sage immer, alles was über 10% ist, ist super. Und ich sehe die Liquidität, die vorhanden ist, und die Bewertung. Und wenn ihr irgendwie jemanden seht hier mit 2 Sternen, 256, da würde ich jetzt schon eher die Finger weglassen. Also wie gesagt, habt ihr 1000 Euro, 1000 Dollar oder Franken zur Verfügung, nehmt 3 dieser Top-Profis raus, so wie ich es jetzt versucht habe zu erklären, verteilt es in einem Schlüssel nach Wahl auf und dann lasst es einfach mal liegen, und schaut, dass sie was daraus machen und vermehren. Was auch eine ganz coole Funktion ist, ist die Turbo-Funktion. Die geht in der Schweiz nicht, da ist die Schweiz dafür gesperrt. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland oder Österreich ist, aber ihr habt hier die Möglichkeit, den Trend vorauszusagen. Und wenn ihr jetzt kommt und sagt, ja, in 5 Minuten ist der Bitcoin, sehe ich eher unterhalb des jetzigen Marktpreises, dann kann ich das hier eröffnen. Dann seht ihr hier, das ist rein spielerisch. Sobald das hier jetzt in meiner Statistik stimmt, ich bin jetzt unterhalb, dann ist es grün. Wenn er über die Linie rausgeht, wenn das jetzt gleich passiert, wird es dann rot. Und das bedeutet dann, ihr verliert natürlich das Spiel hier. Für mich nichts anderes als ein Spiel, es ist wie Roulette. Weil auf 5 Minuten oder 10 Minuten was vorauszusagen, das ist praktisch unmöglich. Genau. Aber wer Lust hat und Zeit und Geld hat, der kann das gerne machen. Der potenzielle Gewinn ist ja spannend. Also von dem her gesehen, lasse ich euch hier freien Lauf. Wie gesagt, empfehlen tue ich es auf jeden Fall nicht.
Ihr habt auch ein Analyse-Tool hier zur Verfügung. Das kann praktisch alles, was das TradingView auch kann. Ich persönlich schaue mir das lieber auf dem TradingView an, weil es für mich dann auch einfacher ist, hier irgendwelche Trendlinien. So bin ich halt an das gewohnt. Da arbeite ich auch weiterhin damit und ja, fühle mich hier wohl. Genau. So, das wäre eigentlich so das Wichtigste zum ganzen Thema. Einige Funktionen sind noch nicht freigeschaltet, das seht ihr dann selbst. Aber wie gesagt, um ein Portfolio aufzubauen, habe hier einen kleinen Test gemacht. Ich bin eigentlich so weit zufrieden da unten, das nehme ich auf meine eigene Kappe. Jetzt würde ich persönlich warten mit dem Einstieg, da würde ich eher schauen, wenn wir wieder so bei zwischen 7.000 und 48.000 sind, US-Dollar, dann würde ich empfehlen, euch nochmal in die Strategie einzulesen, die jeweiligen Profis dann euer Geld aufzuteilen und das dann leben lassen. Weil wie gesagt, wenn es dann Richtung 100, 200.000 geht, habt ihr da unten ganz schöne Profite und gibt ja nichts Schöneres. So, das war's zu meinem Video. Ich verabschiede mich und freue mich aufs nächste Mal. Hat euch das Video gefallen, lasst einen Daumen hoch, ein Abo und aktiviert die Glocke. Bis bald. Ciao.